Dann bleibst du lieber in der Mitte der Stage stehen und guckst, winkst dem Gegner freundlich zu, während er in aller Ruhe recovert. Das ist aber ganz nicht so schwer. Da sind wir alle durch. Ich habe auch mal auf der Stage gestanden. Oh, da scheint es irgendwelche Probleme zu geben. Ich glaube, da ist... Vielleicht gibt es irgendwie... Nee, das ist Steuerung falsch. Da steht... Ikarus. Ja, das heißt, da... Ja, da... Wird so einfach und das ist das 1:0 für Brito. Das hätten wir ja nicht mit gerechnet, dass so eine starke Performance kein Prozent abgegeben ist. Wunderschöne Gecko-grüne Kirby. Ja. Kein Prozent auch nur abgegeben. Mhm. Ja, das sollte man natürlich machen. Nicht jeder, also auch wenn Linus immer selber so schöne sagt, dass die Bowser-Spieler sich alle dieselbe Gehirnzelle teilen, dieselbe Steuerung dann doch nicht. Oh, wunderschöner Tag, Mehl AHS. Ich bin glücklich. Ich bin mich geehrt. Ist da eine Story hinter? Mehl ist ein bisschen so ein kleiner Insider bei uns. So irgendwie die Safari-Ritterin, die hat irgendwann angefangen, auf alles wirklich einfach mit einem glücklichen Emoji und entweder mit Mehl oder Leben zu antworten. Und seitdem haben wir das irgendwann alle gemacht. Und wir haben inzwischen auch ein Mehl-Emoji und ein Mehl-Board statt einem Star-Board auf unserem Discord. Also Mehl ist für AHS einfach so ein Running Gag sozusagen. Warum genau die Kälte hat eigentlich raus? Es sind einfach so kurze Wörter, die irgendwie einen angenehmen Klang haben, die man so schön sagt. Okay. So Mehl. Naja, jetzt eigentlich hier im Match sehen wir tatsächlich, dass Birdie relativ gut mithält. Prozentweise natürlich ein bisschen laut, aber. Hat er auf jeden Fall schon ein paar Hits in Linus reingegeben. Oh, schöne Deck, ja. Da wurde der Stein bestraft. Also, ich muss sagen. Oh, schöner Hammer. Deck erst waren für mich, als ich angefangen habe, Smash zu spielen, oder immer noch, sind das für mich mit die schwierigsten Sachen zu treffen, weil es einfach so unintuitiv ist. So wie man sie hitten will. Ja, mittlerweile sind Back Air und ich verheiratet, sag ich mal. Ich drücke einfach nur noch Back Air. Ist einfach ein Move mit. Ist von der Execution natürlich etwas schwieriger als Forward Air, sag ich jetzt mal, weil du ja Turnaround und so weiter in die Richtung zu kommen, wie du möchtest. Dafür haben Back Airs im Schnitt halt einfach einen Wahnsinns-Lock. Oh, Steinkill! Ja. Das ist ja Steinkill. Aber natürlich schon der Stock Lead hier für. Linus. Saugen in die falsche Richtung. Ich glaube, es hätte wieder treffen können. Mhm. Und somit hier dann doch. Da trifft er. Aber er lässt sich zu viel Zeit mit dem runterschlucken. Er wollte wahrscheinlich rausgehen und ihn rausspucken, aber Linus mashed sich da die Finger rund, um da ganz schnell wieder rauszukommen. Ja, tatsächlich, was ich von Brazil sehr gut finde, ist seine. Da kommt wieder der Stein. Oh, aber ich find's schön, dass er den Stein achtet. Ja, das muss ich wirklich mal lobend sagen. So viele Beginner-Kirbys steigen dann auf die Stage und liegen dann da. Du kannst dem zugucken und halt dann strafen, aber er bricht den tatsächlich ab. Das finde ich wirklich sehr, sehr schön. Was ich bei Brazilby auch sehr schön finde, ist, dass er schon relativ früh angefangen hat, wenn er auf der Ledge ist, zu variieren, was er danach macht. Mhm. Das hast du mir damals gesagt, dass ich das sehr wenig variiere. Wahrscheinlich ist er immer noch cool, aber er. Manchmal geht er auf die Stage, manchmal jumpt er, manchmal versucht er zu attacken. Das finde ich sehr, sehr schön bei ihm. Also ich selber habe bei mir auch, man hat seine Lieblings-Get-Ups, ich sag mal so. Und selbst ich schlag mir manchmal quasi so ins Gesicht, weil ich irgendwie dann dreimal nacheinander Normal-Get-Up gemacht habe und so Kram. Sollte man natürlich nicht, aber wenn du natürlich eine schöne Intuition hast und das schönste Mix-Up, das ist natürlich schon direkt optimal. Ich finde es auch ganz interessant, dass er mit der Default-Steuerung spielt, das heißt, er hat Stick-Jump an. Ja, wohl doch. Aber es gibt noch andere Menschen, die den freiwillig haben. Ich spiele auch mit Stick Jump. Ja, die Safari-Wisserin spielt auch mit Stick Jump. Das ist sogar etwas besser. Ich bin ja in der Linie. Ja, ich spiele mit Stick Jump. Die spiele ich nochmal. Ja, ich habe tatsächlich auch relativ viel an meiner Steuerung verändert, aber Stick Jump ist relativ angenehm verwechselt. Ich finde das wahnsinnig störend tatsächlich, weil ich will manchmal einfach nur, wenn ich einen Uptilt mache, nicht aus Versehen springen. Ja, das ist dann das Problem. Mhm. Hier geht's weiter, Tab 2 oder Game 2 fängt an und wir sehen wieder Linus mit einem. Linus ist ich finde es cool, wir haben da immer versucht mit der Atmung zu springen. Aber hier unser Körper. Oh, da hat es nicht abgebrochen, wird direkt gepunished. Ja. Genau das, was du angesprochen hast, da macht er diesmal den Fehler, wird direkt hier gepunished von Linus. Ja,
Ledge ist auch gemein. Du musst ja irgendwie zurück zum Ledge. Weil sonst mescht man sich halt immer nach hinten raus. Man macht dann so ein SDI, wackelt sich quasi so mit dem Stick da raus, nach hinten. Und dann, aber du kannst ja nicht nach hinten. Du musst ja auf die Stage zurück. Das ist dann gar nicht so einfach. Du kriegst immer noch richtig ordentlich Prozente beim Versuch zu recovern dann. Ja. Einfach versucht. Ich glaube, Linus hat tatsächlich so ein klein bisschen Probleme, die mit diesen kleinen Hitbox von Kirby. Der Leon könnte das noch ganz anders aufrufen, weil Kirby kann ja auch so gucken, kann ja auch gucken. Und wenn er dann so klein ist, und dann ist er ja nur noch so eine Scheibe, das ist ja wahnsinnig anstrengend. Da ist die Möglichkeit natürlich geringer als jetzt King in Ganondorf. Genau. Aber beide fast gleich groß. Schön! Also ich muss sagen, auch im Vergleich zum Match gegen Sploy hier deutlich verbessert. Das ist eigentlich gut. Er schlägt sich nicht so schlecht auf jeden Fall. Ja, gegen Sploy war das dann doch sehr viel Abtasten auf beiden Seiten. Aber hier, Scheiß Socks geholt. Ich glaube, sein Ziel war ja überhaupt nicht Socks zu holen nach letzter Woche. Und ich finde, es sieht nicht so schwach aus. Auf jeden Fall. Ich bin gerade. Ganz so schlecht an. Aber vielleicht ein bisschen zu jumpy. Zu jumpy? Und der Mist. Oh. Und die Back Air. Und das war's. Ich glaube, das waren 3 von 6 Stocks, die so. Ja. Stein zu Back Air. Ja. Das ist es nämlich. Wenn du mit dem Stein landest, ist es relativ leicht zu bestrafen, auf jeden Fall. Ja. Und das kann dann natürlich ein Spieler auf Linus Niveau auch. Gerade wenn er weiß, dass es kommt und es vielleicht schon ein, zwei Mal gesehen hat. Ja. Man sollte dazu sagen, hier die Safari-Wisserin, von der wir es eben noch hatten, die spielt manchmal zum Spaß ganz gerne Kirby. Und der hier Kirby ist dann natürlich nochmal ein bisschen anderes Niveau. Also Kirby-Matchup ist für uns jetzt auch alle nicht komplett fremd. Das hat man auch so ein bisschen gesehen, dass der Linus wusste, wie man den Stein bestraft.